Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir stehen, wie man unschwer erkennen kann, vor dem Grazer Rathaus. Und das hat einen Grund, denn wir interviewen heute den Stadtrat Kurt Hornsinner und fragen ihn ein bisschen über seinen persönlichen Werdegang aus. Wir stehen jetzt direkt vor der Tür des Stadtrats Kurt Hornsinner und ich würde sagen, wir klopfen einfach an die Tür an. Grüß Gott, dürfen wir Ihnen heute 3 Fragen stellen? Bitte hereinspaziert, sowieso. Danke. Gerne. Grüß Gott, Herr Stadtrat Kurt Hornsinner. Hallo, grüß Gott. Wir sind heute bei Ihnen, um Ihnen 3 Fragen zu stellen zu Ihrem persönlichen Werdegang in der Politik. Die erste Frage lautet, was hat Sie bewogen, in die Politik einzusteigen und warum haben Sie sich letztlich für Ihre Partei, die ÖVP, entschieden? Also das ist bei mir ein sehr ungewöhnlicher Einstieg gewesen. Ich bin ja vom Hauptberuf Behindertenpädagoge und ich habe in meiner Ausbildung ein Praktikum in Kalifornien gemacht, in einem Reisebüro für Menschen mit Behinderung. Und da haben wir Reisen organisiert. Eine Reise hat uns nach Kalifornien in das Disneyland geführt mit einer Blindengruppe. Dort wurden uns kleine Miniaturen von den Sehenswürdigkeiten von Disneyland bereitgestellt, damit die Blindengruppe auch die Bauwerke besser begreifen konnten. Und diese Idee hat mir so gut gefallen, dass ich dann in Graz im Kulturhauptstadtjahr vorstellig wurde hier im Rathaus. Ich habe die Büros besucht, überall angeklopft, habe gesagt, meine Idee wäre, dass wir die Grazer Sehenswürdigkeiten mit kleinen Miniaturen ausstatten, die dann im Maßstab 1 zu 100 davor stehen, dass sehbeeinträchtigte Menschen die Grazer Kultur auch begreifen können. Und der Siegfried Nagel, damals Liegenschaftsstadtrat, hat gesagt, das kann er sich vorstellen, diese Idee umzusetzen. Und wir haben das dann auch gemacht. Wenn man im Rathausfoyer steht, hat man eine Rathausminiatur. Man hat beim Uhrturm einen kleinen Mini-Uhrturm, den man ertasten kann. Bei der Oper steht eine kleine Mini-Oper. Und bei dieser Idee hat sich herausgestellt, dass das nicht nur für blinde Menschen eine Bereicherung ist, sondern für Kinder, für die ganze Familie, weil wann kann man die Oper schon aus der Vogelperspektive betrachten und ertasten? Und da wird gemerkt, wenn man eine Idee hat, wenn man für eine Idee einsteht und andere Leute überzeugt, dann kann man was umsetzen. Das war so der Einstieg. Und warum die ÖVP? Ich war auch Schülervertreter und habe mir die Konzepte aller Parteien angesehen und mir damals das Konzept der Schülerunion, das ist eine Vorfeldorganisation der ÖVP, am besten entsprochen, nämlich dass man auf die Talente aller Menschen setzt, dass man aber auch auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt und auch Solidarität einfordert. Sehr interessant, was ein Besuch in einem Vergnügungspark in den USA so bewirken kann. Kommen wir schon zur zweiten Frage, und zwar, wenn man sich jetzt als Jugendlicher politisch einsetzen will, wie macht man das am besten in der Stadt Graz? Also Gott sei Dank haben wir mit dem Amt für Jugend und Familie, aber auch mit dem Logo, haben wir super Partner, wo wir allen Altersgruppen was anbieten können. Also wenn wer sich in Graz engagieren möchte, kann er das machen. Vom Kinderparlament angefangen über ProAct, das ist der Jugendgemeinderat. Wir haben jetzt ein neues Konzept ausprobiert, den Jugendrat, wo wir postalisch Jugendliche nach dem Zufallsprinzip angeschrieben und eingeladen haben, ihre Ideen mit einzubringen. Also all diese Möglichkeiten gibt es. Darüber hinaus gibt es ja von jeder Partei eine Jugendorganisation, wo man mitmachen kann, beziehungsweise, wie ich das auch ausprobiert habe als Schülervertreter, kann man sich in die Schülerpolitik auch einmischen. Dann eine aktuelle Frage, wo sehen Sie zurzeit den größten Handlungsbedarf? Ist es vielleicht beim Sport oder beim Thema Jugend oder in der Bildung? Also alle meine Ressorts haben einen großen Handlungsbedarf. Warum? Wir sind eine extrem stark wachsende Stadt. Wir werden bis ins Jahr 2030 um St. Pölten anwachsen. Also um circa 40.000 bis 50.000 Menschen werden wir bis ins Jahr 2030 mehr haben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Kinderbetreuungseinrichtungen bereitstellen, Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen. Wir brauchen jedes Jahr 10 Kindergartengruppen mehr, um den Versorgungsgrad halten zu können. Wir setzen gerade jetzt die größte Schulausbauoffensive der Zweiten Republik um.
Natürlich braucht man auch Sportstätten. Wenn mehr junge Leute in Graz sind, braucht man mehr Raum, dass junge Leute sich bewegen können. Da haben wir auch geschaut mit der Blue Box, die kennt ihr wahrscheinlich im Hip-Liebenau, mit der Hüttenbrennergasse, mit einer tollen Dreifach-Sporthalle, die auch für die Bundesliga bereitsteht. Also nicht nur für die Bundesliga, das heißt, da hat man am Vormittag die Schulen drin, am Nachmittag den Leistungssport und am Wochenende die Bundesliga. Also da vereint man alle Zielgruppen. Der Sozialbereich liegt mir sehr am Herzen, wo wir schauen, dass niemand zurückbleibt, dass zum Beispiel im Winter genügend Notschlafstellen in Graz vorhanden sind. Also die stark wachsende Stadt fordert uns unheimlich. Danke Ihnen für das Interview und wir freuen uns, dass in der Stadt Graz in den nächsten Jahren noch viel Neues passieren wird. Also wenn ihr mithelft, dann werden wir einiges weiterbringen. Danke. Jetzt seid ihr schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall liken und den Channel abonnieren und auch teilen. Und zwar mit euren Freunden. Einfach teilen, wen das Thema interessiert, da kennt ihr sicher ein paar Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.